Hallo meine lieben Freunde und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Tutorials. Ja, der Julian, hier eingeblendet, wünscht sich ein Tutorial zu den Force Fields von, in dem Fall von Advanced Repulsion Systems. Wir sind jetzt hier in der Version 1.7.10, also sprich in jedem Modpack, wo diese Mod hier drin ist, und IC2, ganz logisch, dass IC2 sowieso benötigt, damit das überhaupt läuft, glaube ich. Also in jedem Modpack, wo da drinne ist, könnt ihr das so anwenden. Deswegen ist egal, ob FTB, ob MBC Python, ob sonst irgendwas, Hauptsache die Mod ist drinne. Darum ist das hier in dem Fall scheißegal. Ja, ich möchte das einfach mal zeigen mit all seinen Upgrades, wie das Ganze funktioniert. Ich versuche das mal so simpel wie möglich zu machen. Ich habe ja in Tekkit Classic, glaube ich, schon mal ein Tutorial gemacht. Das hat jetzt irgendwie, keine Ahnung, 10.000 Aufrufe. Aber ist ganz schön outdated und so weiter und so fort. Und ich habe da vielleicht auch das ein oder andere nicht ganz richtig erwähnt und da ein bisschen Blödsinn erzählt. Da ist das ja eigentlich ganz gut, wenn ich das alles mal neu mache. Ganz kurz, was ist ein Force Field? Ein Force Field ist so eine Art Kraftfeld, das, wie man es hier sieht in diesem Fall, dann, wenn wir es anstellen, hier so eine Art Schutzschild darstellt. Das Ganze ist, ja, vor allem möglichen sicher, selbst Creative sicher ist das. Ich kann hier nicht raus. Ich kann das bombardieren und so weiter, sprich, ich könnte oben irgendeine Mega-Bombe setzen, einen Nuke zum Beispiel, und wäre mal gespannt, was da passiert. Das können wir ja gleich zum Schluss des Videos mal als kleinen Test machen, aber zuerst werde ich die Mod erstmal erklären. Wir haben nämlich eine ganze Ecke Blöcke und das erfordert ein wenig Zeit. Zuerst werde ich mal eben abbauen, was wir hier schon haben, weil das eventuell sonst für Verwirrung sorgt, und das wollen wir ja nicht, ne? So, nämlich ist das erste, was wir brauchen, ein sogenannter Force Field Core. Das ist das, ja, wie man sagt, das Herz des Ganzen, ne? Das wird benötigt von Anfang an, und das Ganze braucht auch Energie. Hier sehen wir eine Energieleiste, also den Speicher, und auch nochmal eine Zahl dazu, wie viel Speicher. Und wir sehen hier auch einmal Transmit Range, das ist die Distanz in Blöcken, die dieser Core hier Signal ausgeben kann an die Projektoren. Die Projektoren sind nämlich dann das, was diese Force Fields sozusagen, ja, projizieren, ne? Und sprich, ich muss das hier nicht daneben setzen, ich kann das hier auch irgendwo hinsetzen, solange das halt in diesem 16-Block-Bereich ist. Das Ganze können wir mit Upgrades erhöhen, dazu kommen wir dann noch. Und wir sehen hier auch nochmal Linked Projectors. Das ist die Anzahl von Projektoren, die wir hier dazugefügt haben. Sprich, wir können eine ganze Ecke Projektoren zufügen. Das muss nicht nur einer sein. So, und wir sehen hier auch noch einen Frequency Card Slot. Das sind diese Dinger hier. Das geht aber anders. Dafür brauchen wir nämlich eine leere erstmal. Ich hole mir die mal eben ganz kurz. Ich gehe mal Advanced Repulsion System, damit wir gleich alles in der Mod da haben. Und wir brauchen eine Blank ARS Card, ganz leicht zu craften, hier mit Redstone Papier und so weiter. Ich werde aber versuchen, jetzt mal nicht so viele Crafting Rezepte zu zeigen. Das bringt einen nur durcheinander. So, aber bevor ich das mache, erstmal kommen wir zum Strom. Das Ganze funktioniert anscheinend ausschließlich mit EU, also IC2 Strom. Ich habe es schon mal mit einem Energy Cube probiert, mit verschiedenen Varianten, mit Universal Cables habe ich versucht, und ich habe es auch mit einer Creative, ich gebe es mal eben ganz kurz ein zum zeigen, mit einer Creative Energy Cell probiert, geht alles nicht. So, und mit IC2 funktioniert das alles einwandfrei. Ich zeige es mal eben ganz kurz. Ich habe einfach mal ein MFSU besorgt. Das ist der falsche. Kacki. Moment. So, wir nehmen nämlich den hier. Der ist nämlich schon voll. Haha, das macht das Ganze nämlich ein bisschen leichter fürs Tutorial. Wie ihr das Ganze antreibt, das ist dann letztendlich euch überlassen. Also, wie gesagt, EU ist nötig. Man kann das mit Konvertern von Power Converters zum Beispiel konvertieren aus anderem Strom. Wie gesagt, Universal Cable tun es anscheinend nicht, warum auch immer. Schade eigentlich, ist die Mod wohl nicht für ausgerichtet. So. Man könnte einen Reaktor nehmen, man könnte Solarenergie nehmen, das, was man gerade zur Verfügung hat.
solange es genügend Strom projiziert, produziert, nicht projiziert. Projiziert kommt noch. So, das erste, was, ne, warte, wir machen erstmal mit den Upgrades dafür weiter, damit ich hier das passend mache. Wir haben nämlich für den Core 2 Upgrades und die will ich mal eben ganz kurz zeigen. Es gibt zum Beispiel einen Force Field Core Storage Upgrade. Wenn ich das hier ransetze, dann sehen wir, oh, es passt mehr Strom rein. Das Ganze kann ich nochmal machen und es passt noch mehr Strom rein. Ist also ganz nützlich, wenn wir gerade Riesenfelder haben, die wirklich viel Strom brauchen. Von daher ist das bei wirklich großen Feldern wirklich vonnöten sogar schon. So, dann haben wir auch noch ein Force Field Core Range Upgrade. Das erhöht hier diese Distanz. Und zwar verdoppelt jedes Upgrade die Distanz. Also sprich, jetzt haben wir 16. Jetzt müssen wir 32 haben, genau. Könnte ich noch einsetzen und dann haben wir 64. Kann es, glaube ich, auch über Eck machen. Ja, jetzt hätten wir 128 und das geht immer weiter so, bis das hört. Ich kann es, glaube ich, auch noch drüber stellen hier. Mal gucken, ob das auch geht. Nee, das sieht nicht so aus, als würde das gehen. So, es geht nur so daneben. Okay, bis 256 habe ich jetzt gemacht. Es würde sogar noch mehr gehen. Aber das ist ja jetzt hier nur zum Zweck des Zeigens. Ich bleib mal so. Obwohl, machen wir. GG. Machen wir das mal so. 64, das sollte fürs Tutorial reichen. So, dann haben wir jetzt mal die Projektoren. Ich zeige euch gleich mal, wie ihr die damit verbindet. Es gibt verschiedene Variationen. Wir haben Area, wir haben Line, wir haben Plate, wir haben Tube und wir haben Line. Habe ich Line nicht schon? Achso, hier der Extender, Entschuldigung. Der Extender, das ist dann nochmal was Spezielles. Ich wollte gerade schon sagen, ich war gerade kurz durcheinander. So, beispielsweise setzen wir den Area jetzt mal hier hinten hin. So, wir brauchen auch noch einen Hebel, damit wollen wir den nachher anschalten. Mit einem Hebel machen wir an und aus. Und ich würde sagen, wir tun da jetzt mal eine Frequency Card rein. Da macht ihr einfach mit einer Blank ARS Card Rechtsklick drauf. Die ist dann sozusagen gesetzt, die Frequenz, und da dann hier auch Rechtsklick oder in den Slot legen und dann ist die damit verlinkt. Wir gucken mal eben ganz kurz hier rein. Linked Projectors 1. Also ist die verlinkt. So, wenn ich jetzt den Hebel umlege, dann sehen wir haben ein Force Field generiert. Yay! So, ganz kurz, wir können hier verschiedene Sachen einstellen beim Area Force Field Projektor. Zum Beispiel, ob es ein Cube, also ein Block sein soll, beziehungsweise ein Viereck, ein Kästchen, oder ob es eine Sphäre sein soll, also eine Art Kuppel. So in diesem Bereich sieht man das noch nicht so richtig, wie kuppelig das sein kann. Dafür müsste ich den Radius erstmal höher stellen. Der Radius ist halt die Hälfte des Durchmessers, aber das solltet ihr ja eigentlich wissen. So, und schon haben wir hier ein etwas größeres Force Field, das hier auch schon mehr nach einer Sphäre aussieht. So, dasselbe können wir natürlich auch nochmal mit einem Cube machen. Dauert natürlich im Moment, ehe das angeht, weil das Strom braucht ohne Ende. Und dann ist das an. Wir sehen übrigens, dass das Force Field auch in die Tiefe geht und hier unten auch ist. Das bedeutet, wir sind komplett eingeschlossen vom Force Field. Das kann man alles noch ändern mit Upgrades. Das kommt dann noch. So, mache ich jetzt aber nochmal ein bisschen kleiner. Für den Tutorial-Zweck reicht das hier. Und ja, so soll es sein. Ich zeige es dir nur mal ganz kurz. Es sind zwar Blöcke im Weg, aber würde ich diesen Block jetzt hier abreißen, dann würde sich das Force Field da auch generieren. Nur mal ganz kurz zur Erklärung. So, was haben wir noch? Wir haben noch ein... Ich baue das mal ab hier. Wir haben noch ein Line. In die Richtung, wo wir gucken, während wir das hinsetzen, die guckt uns dann sozusagen der Output an, weil der Line Force Field Projector ist halt wirklich nur eine Linie. Da können wir jetzt einmal die Länge und die Distanz einstellen. Link to Core steht hier False. Das ändern wir mal eben, indem wir hier auch die Card reintun, dann wird der Strom auch übertragen. Und sagen wir mal eine Länge von 2. Und schon haben wir eine Länge von 2. So, die Distanz sagt einfach nur, wie weit das weg sein soll. Zum Beispiel einen Block leer und Quatsch, funktioniert gar nicht. Moment, machen wir ein bisschen mehr, ob es dann klappt. Ja, jetzt klappt's. Aha, ist ja interessant. Muss man ein bisschen mehr einstellen, sonst klappt's nicht. Warum auch immer.
dann wird es auch immer etwas länger. Ist ja lustig. Naja gut, aber mit der Distanz, umso höher wir die machen, umso weiter weg ist es dann. Warum das jetzt nicht ganz auf die Blöcke passt, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. So, das wäre sozusagen der Line gewesen. Dann haben wir noch ein Plate, das mache ich mal eben so, nach oben hin. Der Plate, der ist wie die Line, nur dass er sozusagen eine Platte generiert. Ich tue mal die Karte rein. So, und dann können wir nämlich anpassen, wie weit der in die Breite und wie weit in die Länge sein soll. Machen wir mal bei beiden 3. Und die Distanz machen wir mal 4 oder 6, sagen wir mal. Und damit das hier so weit oben ist. Und dann haben wir sozusagen eine Plate. Das geht in alle Richtungen, nach unten, nach rechts, nach links, nach vorne, nach hinten. Könnt ihr in die Richtung machen, wie ihr wollt. Ich kann das zum Beispiel einfach mal hier in die Richtung machen. Setz das hier mal ran. Mach mal 3 und hier 5 weg oder so. Und dann haben wir das so. Sieht man natürlich nicht alles von, weil es im Boden ist. Eventuell hier drunter noch. Jo. Und so funktioniert das mit dem Ding hier. So. Dann haben wir noch eine Tube. Die Tubes sind lustig. Die sind echt richtig cool. Im Prinzip, ja, eine Röhre halt einfach. Wir können den... Oh, der Hebel ist noch an. Oh, oh. Ah, ne, nicht schlimm. Ist ja eine Tube. Wir können auch noch umstellen, ob Center oder Front. Das gucken wir uns gleich nochmal in Ruhe an. Wir können den Radius umstellen und die Länge. Die Länge machen wir ruhig mal ein bisschen länger. Und den Radius belassen wir mal bei 3. Und schon sehen wir, haben wir so einen langen Tunnel. Damit können wir dann sozusagen einen Force Field Tunnel herstellen. Also sprich, wir können ganz viele verschiedene Möglichkeiten nutzen. So. Wenn ich jetzt das mal eben ausmache und statt Center mal eben Front nehme, dann sieht das so aus. Sprich, Center wäre, dass das Ganze hier so angepasst ist, dass dieser Projektor in der Mitte ist, und Front bedeutet, dass es halt in die Richtung, wo der Output-Dings hinguckt, in die Richtung da zeigt, sozusagen. Ne? Ganz kurz, um das mal zu erklären. So, Hebel ganz kurz aus, und dann haben wir noch den Line-Projektor Extender. Mal eben ganz kurz gucken, ob das so war. Nee, nehme ich eben nicht. Das ist ja nicht nur der Extender. Ich werde jetzt mal hier den Line setzen, den mal eben antreiben hier, und wir machen mal, weiß ich nicht, 6. Gucken mal eben, wie das aussieht. Und dann würde ich mal eben einen Extender setzen. Da klappt zum Beispiel nicht. So klappt es. Aha, der Extender, der kann das Ganze extenden anscheinend. Verstehe jetzt nur nicht ganz den Sinn. Wahrscheinlich, wenn man das Ganze, ich weiß nicht, ein bisschen anpassen will. Ansonsten ist das Ding relativ nutzlos, meiner Meinung nach. Aber das könnt ihr selber herausfinden, ne? Da bin ich ehrlich gesagt auch ein bisschen überfragt, was der Sinn sein soll. Außer das Ganze so ein bisschen zu erweitern. So, wie ich bleib mal bei dem Area Force Field. Denn jetzt gibt es ja noch diverse Upgrades für die Force Field Projektoren. Beispielsweise bleiben wir mal, ich mach mal 5, und wir gucken mal, welches Upgrade wir nehmen. Ich würde sagen, wir fangen mal an hier mit dem Block Cutter. Der Block Cutter, der ist ganz lustig. Nämlich, wenn wir hier Blöcke im Weg haben, juckt den einfach nicht. Bäm! Der haut sich die Blöcke einfach weg, da wo das Force Field generiert. Da werden dann auch die Blöcke weggehauen. Ich könnte das jetzt auch noch erweitern, einmal um 6. Und dann haut er die da auch raus, weil die da jetzt ja auch im Weg waren. Und ist eigentlich ganz lustig. Das wäre der Blockcutter. So. Dann hätten wir noch den. Da wollen wir mal ganz kurz überlegen, was wir als nächstes mal nehmen hier. Die sind alle ganz lustig. Den Blockcutter hatten wir jetzt. Das hatten wir gezeigt. Das hatten wir gezeigt. Ich will nur mal eben ganz kurz sortieren hier. Den Dome zeige ich mal hier. Den Dome HD. Ja, ganz kurze Erklärung. Der macht das sozusagen rückgängig, was wir die ganze Zeit hatten, dass es im Boden ging. Nämlich bleibt das jetzt maximal auf der Höhe des Projektors selbst. Bedeutet, darunter generiert nichts. Wir haben sozusagen nur eine Kuppel. Dome heißt ja Kuppel. Und das bedeutet, dass wir hier darunter nichts haben. So. Wenn ich das Ganze ausstelle und das nochmal zu einer Sphäre mache, dann haben wir das gleiche da auch. Es geht nur bis in die Höhe des Projektors. Und da unten schwimmt ein Tintenfisch mit lustigem Hut. So, das wäre das Dome-Upgrade. Das haben wir gezeigt.
So, das hätten wir auch gehabt. Und jetzt zeige ich mal das Underwater Upgrade. Das ist cool. Das ist richtig, richtig cool. So, zunächst muss ich einmal das hier nehmen. Und wir gehen unter Wasser. Gucken, habe ich das hier irgendwo noch gehabt? Da habe ich's. Haha. Gucken, ob das noch im Bereich ist. Hier haben wir nämlich das schon stehen hier. Das wäre der, ja, das Underwater Upgrade. Wir nehmen die mal eben raus, das ist eine alte, und legen die neue rein. Und hier nehme ich in dem Fall einen Redstone-Block, weil ein Hebel würde hier direkt verschwinden. Wir sind ja unter Wasser. Und hier habe ich in dem Fall keinen normalen Area genommen, sondern mal einen Tube. Also sprich, wir generieren hier eine Röhre. Und wenn ich jetzt ein Stromsignal hier reinhau, dann sehen wir, hier inmitten des Force-Fields ist auch gleichzeitig das Wasser weggenommen worden. Ne? Also sprich, wir können damit automatisch das Wasser, was in dem Bereich ist, clearen und haben sozusagen eine Kuppel unter Wasser. Könnte man hier so eine Sandy Cheeks Kuppel machen, indem wir eine Sphäre nehmen später und dann hier einen Baum pflanzen oder sowas und uns darin ein Haus bauen oder so. Das wäre ja eine interessante Idee, ja. So, so viel dazu, eins meiner Lieblings-Upgrades hier in dem Fall. So. Dann haben wir noch das Zapper-Upgrade. Ich glaube, da kommt ihr selber drauf, was das bedeutet. Machen wir das mal eben ganz kurz an. Ah ne, machen wir nicht an. Entschuldigung. Muss mal eben ganz kurz eine gewisse Sache holen hier. Ohne das geht's nicht. Könnte zwar auch eine neue Karte holen, aber nö. Nö. So, hier haben wir ein Zapper-Upgrade. Achso, warte. Ich mach mal eben wieder ein Cube. So, und dann setze ich hier mal eben Dreck ran. Und ich brauche mal eben ein Testopfer. In dem Fall nehmen wir ein Squid. Die können sich nicht wehren. So, den tun wir dahin. Und ja. Ihr seht, 5 Schaden gibt's. Mal gucken, wie viel hat ein Squid? 10. So. Das ist das Zapper-Upgrade, das macht sozusagen das Force-Field zu, ja, einem mit Strom gefülltem Energiefeld. Wer es berührt, muss sterben oder kriegt zumindest Hard Damage. So, das wäre das Zapper-Upgrade. Und dann kommen wir noch zum Camouflage-Upgrade. Das zeige ich auch mal so, damit es von außen sichtbar ist. In dem Fall werde ich das jetzt gleich mal folgendermaßen tun. Ich setze mal das Camouflage-Upgrade. Zunächst müssen wir aber angeben, was wir haben wollen. Beispielsweise Gras. Wenn er sagt okay, dann ist gut. Wenn er sagt nicht okay oder irgendwas anderes da steht, dann dürfte das nicht gehen, weil ja nicht auch immer jeder Block damit kompatibel ist. Wenn ich das jetzt anmache, dann seht ihr, wir haben hier so eine Art, naja, ein bisschen buggy, aber wir haben hier ein Gras, eine Graswand. Ich nehme vielleicht mal eben was anderes. Stell das mal eben aus hier. Ich probiere mal Redstone-Blöcke. Bin mal gespannt, ob das geht. Ja. Und schon haben wir Redstone-Blöcke. Das Ganze kann man übrigens mit einer Tür machen. Ne? Müssen wir eben ganz kurz gucken, wo das ist. Hier. Also nicht hier, sondern hier. Wird mal eine Tür gesetzt. Da, wo die Tür ist, da wird natürlich kein Force-Field generiert. Und wir können hier rausgehen. Und wir sehen, das Ganze sieht aus wie ein ganz normales Haus aus Redstone. Ist aber kein Haus aus Redstone, sondern ein Force Field. So, wenn wir das jetzt ausmachen, das Ganze kann man mit einem Zapper-Upgrade verbinden. Ja? Das sieht jetzt aus wie ein ganz normales Redstone-Haus. Ist aber mit Zapper. Seht ihr? Man läuft dagegen, nichts ahnend, und stirbt. Oder kriegt zumindest Hard Damage. Denn das Ganze ist ja mit Zapper verbunden. Das spricht, wir können die ganzen Upgrades miteinander so verbinden, wie wir wollen. Wir müssen nicht nur eins nehmen. Ich zeige die halt nur gerade alle einzeln, damit da der Überblick bleibt. Wir können die miteinander mischen und da das zusammentun, was wir gerade wollen. Zum Beispiel unter Wasser mit Zapper, unter Wasser mit Camouflage. Das wäre so richtig schön geheimbasismäßig. Wer findet das schon, wenn ich das aus Dreck mache? Ich meine, wer glaubt, dass da drunter dann irgendwas ist? Also eigentlich schon ganz cool. So, es gibt noch einen Upgrade, das ich noch nicht gezeigt habe. Dazu muss ich aber sagen, dass ich keine Ahnung habe, was das bewirkt. Ich habe keine Ahnung. Es steht nichts auf den Wikis, gar nichts.
Wenn ich das eingebe in Google, dann wird mir zwar eine Wiki-Seite angezeigt, steht aber nicht zu. Es ist ein Upgrade, wo ich keine Ahnung habe, was es bedeutet. Also wenn ihr da eine Ahnung habt, schreibt das ruhig mal in die Kommentare, ne? So. Aber wie versprochen, wollen wir jetzt nochmal eben ganz schnell das machen, was ich machen wollte. Nämlich werden wir das gleich mal jetzt austesten. Ich hoffe, ich habe noch alles dabei, was wir brauchen. Und dann suchen wir uns mal eben ganz kurz einen Platz, wo man das machen kann. Beispielsweise hier. Dauert zwar jetzt einen kleinen Moment, ich muss mal eben ganz kurz eine Mini-Fläche machen. Wir machen jetzt mal so eine Fläche hier. Ich weiß, es ist nicht sonderlich spannend und zieht das Tutorial mega in die Länge. Vielleicht cutte ich das hier auch nur raus. Und ihr werdet das, was ich hier sage, nie hören. Weiß ich noch nicht. Überlege ich mir dann, wenn es zu spät ist. So. Jetzt brauchen wir einen neuen Core. Setzen den hier mal eben hin. Ich brauche eine neue Card. Gucken, ob ich die gerade mal eben so kriege. Hier. Wir verbinden das mit einem MFSU. Ich nehme gerne ein Kabel zwischen. Ich weiß nicht warum. Muss nicht zwingend sein, soweit ich weiß. Aber ich mag das halt. So. Dann, Frequency Card. Einmal damit verbinden. Dann nehmen wir uns ein, Area Force Field Projector. Tun da die Karte rein. Machen den Cube mal auf 5. Und machen das mal eben an. Guck mal, was passiert. So. Ich würde ganz gerne hier das Ganze noch passend machen. So, und jetzt gucken wir uns mal an, ob das funktioniert. Da bin ich mal gespannt. Zuerst setzen wir aber gleich eine Tür rein, eine spezielle Tür. Eine, die nicht kaputt gehen kann, eine Reinforced Door. Ich hoffe zumindest, dass sie nicht kaputt geht. Reinforced Door, da haben wir sie. So, die setzen wir hier hin. Da nehmen wir dann natürlich noch Trittplatten vor, sonst geht's nämlich nicht. So. Die gehen zwar kaputt, aber auf die Trittplatten kommt es ja nicht an. Also die äußere, die wird wahrscheinlich kaputt gehen. Weil das Ganze jetzt machen, haben wir hier eine Tür. So, und dann wollen wir mal eben eine Nuke zünden, ne? Wie versprochen. Nuke. Ich will das mal austesten. Bin mal gespannt, ob das klappt. Das ist schon eine neue Art von Nuke, ne? Ja. Hier brauchen wir schon, Industrial TNT. Wenn ich es denn finde. Da. Und wir brauchen vielleicht einen Hebel habe ich und wir brauchen, weiß ich nicht, ich nehme aber Plutonium. Ich weiß nicht, ob es das Beste ist. Klärt mich da gerne auf. Das ist Plutonium, das sieht ja lustig aus. Und gibt Radiation, aha, okay. So, wir zünden hier oben direkt die Nuke. Ich klicke drauf und tue Industrial TNT rein und ein Stack Plutonium und das geht leider nicht. Muss ich mal ganz kurz gucken. Hier nehmen wir mal einen Grasblock. So, und wir zünden die Nuke mal eben und schauen mal, was passiert. Ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt, was passiert. Ob das Force Field sowas abhält. Oder ob das nichts bringt. Oder es eventuell wegen der Reinforced Door scheitert. Ich weiß es nicht. Also, sie ist gezündet. Es ist hier nichts drunter kaputt gegangen. Aber auch nicht hier. Könnte funktioniert haben. Sieht gut aus. Cool. Scheint also Nuke beständig zu sein. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge der Tutorials. Ach, guck mal da. Da hat die Nuke was kaputt gemacht, oder was? Ja! Die Nuke-Explosion ist sozusagen in die Richtung nicht weitergegangen, sondern dafür dann eher nach oben und hat hier so ein bisschen die Insel mitgenommen. Auch nicht schlecht. Ja gut, wenn ihr Tutorial-Wünsche habt, unbedingt in die Kommentare und wir sehen uns in der nächsten Folge der Tutorials. Ciao!